Die Wahrheit über Kollega. Ich werde euch in diesem Video einige Fakten und Wahrheiten über den Rapper Kollega erzählen. Fakt Nummer 1. Der Name. Kollega. Bürgerlich Felix Martin Andreas Matthias Blume. Also so steht es auf jeden Fall in Wikipedia. Felix Blume ist auf jeden Fall einer der bekanntesten Namen von Kollega und der scheint auch wirklich auch sein echter Name zu sein. Fakt Nummer 2. Felix Blume wurde in Friedberg, Hessen geboren und verbrachte seine Jugend teilweise vaterlos. Er wuchs in einem kleinen Dörfchen namens Simmern, Hunsrück, auf und besuchte dort das Herzog-Johann-Gymnasium. Fakt Nummer 3. Bevor Kollega überhaupt mit Musik wirklich irgendwie in Kontakt kam, hatte er natürlich wie viele andere von euch auch irgendwelche kleinen Jobs in sein Leben gemacht, wie beispielsweise als Übersetzer oder Dolmetscher. Zeitweise hat er sogar am Flughafen gearbeitet, war auch zum Teil auch Leiharbeiter, wie er es in seinem Felix Blume Kanal gesagt hatte und. Also er hat wirklich das probiert, um irgendwie an Geld zu kommen. Auch in seinem Buch, Das ist Alpha, hat er wirklich detailliert erzählt, wie er damals Geld gemacht hatte, mit Drogen beispielsweise, oder er hat auch damals Markenklamotten günstig verkauft, die er vom Schwarzmarkt gekauft hatte. Fakt Nummer 4. Seinen größten Höhepunkt seiner Karriere bekam Kollega durch sein Album King, das ihn wirklich von einer Nacht auf den anderen zu einem krassen Selfmade-Millionär gemacht hatte. Fakt Nummer 5. Kollega ist ein Rapper, der wirklich provoziert und auch wirklich immer wieder in Probleme gerät und einen Shitstorm nach dem anderen in den letzten Monaten bekam. Auch in den letzten Jahren sah es ziemlich schrecklich für den Rapper aus. Der krasseste Shitstorm Kollegas Seite war der krasse Shitstorm vom Echo-Skandal, vom JBG3, meine lieben Freunde. Ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Kollega wurde als Antisemit betitelt, also JBG3 hat er keine antisemitische Line ausgesagt, sondern der Rapper Farid Bang hat diese Line ausgesagt, aber Kollega musste sich dafür gerade stehen, hatte sehr viele Probleme mit den Medien und ist auch heutzutage immer noch ein krasser Feind der ganzen Mediengesellschaft und gilt auch für immer und ewig, glaube ich, als unbeliebt und als Vorzeigemännchen. Ja, meine lieben Freunde, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Das war's mit diesem wunderschönen Faktenvideo. Das waren einige Wahrheiten über den Rapper Kollega. Es werden auf jeden Fall einige anderen Rapper drankommen, meine lieben Freunde. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, welchen Rapper ich dir rannehmen soll, könnt ihr euch gerne bei mir bemerkbar machen. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Peace and out.